das wird der Abstieg sein. Warum? Weil ich von dem Trainer nichts halte, weil er bis jetzt keine Erfolge hatte. Was wäre das Richtige gewesen stattdessen? Einen erfahrenen Retter zu holen. Wie wen zum Beispiel? Magath oder Labbadia. Also Abstieg besiegelt glaube ich nicht. Die Jungs können ja Fußball spielen. Haben sie ja zum Aufstieg auch bewiesen. Fakt ist, dass bei dem Verein der Wurm drin ist. Wird höchste Zeit, dass da was passiert. Aber ob es der Heilsbringer ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir werden sehen, was passiert. Ich glaube nicht daran, dass dieser Trainer VfB noch vom Abschied retten wird. Ich kannte den jetzt bisher noch nicht so davor. Und manchmal sind Trainerwechsel ganz gut. Laut sieht man bei Hamburg, hat es ganz gut funktioniert bisher. Das erste Spiel haben sie ja nicht schlecht gespielt. Ich finde es sehr bedauerlich, dass der Hannes Wolf gehen musste, aber ein Trainer wird nach einem Erfolg. Wenn der Erfolg ausbleibt, dann muss er halt leider gehen. Ist nun mal so in der Bundesliga in dem harten Geschäft. Und warum finden Sie das bedauerlich? Weil er meiner Meinung nach ein guter Trainer war und auch zum Konzept insgesamt vom VfB gepasst hätte oder gepasst hat. Wir haben eine junge Mannschaft, er ist ein junger Mann. Hat viel gemacht für den Verein. Man muss halt sehr viel im Verein von der Führung, von der sportlichen Leitung aus ändern und mit jungen, neuen Spielern kommen und nicht so viele Profi in Anführungsstriche holen, die teuer bezahlt sind und trotzdem keinen Erfolg für den VfB bringen. Ja, die gucken immer sehr schnell nach einem neuen Trainer. Ich finde auch manchmal vielleicht liegt es. Also ich war auch im Stadion gegen Leverkusen und einfach da fehlt so ein bisschen das Engagement auch von den Spielern, finde ich. Also irgendwie sollten sich vielleicht die Spieler auch ein bisschen an der eigenen Nase packen. Mit Abstieg. Ich befürchte, es wird wieder die zweite Liga werden, aber ich hoffe ja mal, dass der HSV doch noch weniger Punkte holt und damit absteigt. Endlich mal. Also laut die Spiele, wo ich bisher gesehen habe, wird es extrem schwierig für den VfB Stuttgart. Aber mit den Fans, die sie haben, kann ich mir vorstellen, dass es schon noch gelingt.